Wie senken wir unseren CO2-Ausstoß? Das ist aktuell eine der grossen Fragen. Ein riesiges Energiesparpotenzial liegt bei den Häusern. 40% von allen CO2-Emissionen kommen in der Schweiz von Heizungen. Besonders ältere Häuser sind regelrechte CO2-Schleudern, häufig nur schlecht isoliert. Genau dort sieht der Bund eine grosse Chance. Klar ist, es muss dort etwas gehen, wenn wir die CO2-Emissionen von der Schweiz senken wollen. Und klar ist auch, es läuft viel zu wenig. Obwohl der Bund Geld dafür zur Verfügung stellt, ist bis 450 Millionen pro Jahr Verantwortung dafür. Geld wäre also um, aber nicht alle können es anzapfen. Wenn ein Kanton kein Programm bietet für Sanierungen, dann gibt es auch kein zusätzliches Geld vom Bund. So ein Kanton ist Zürich. Zum Beispiel in Gladbruck. Dort wird ein Haus saniert, ganz ohne Fördergelder. Michael Weinmann ist bei diesem Haus, wo jetzt Michael wirklich alles andere im Moment als energieeffizient ist. Ja, es ist ein altes Haus, es ist so ein Wohnhaus in einem typischen Wohnquartier da, aus den 1950er Jahren. Und das hat bis jetzt 33 Tonnen CO2 rausgelassen pro Jahr. Das ist eine Zahl, die man sich nicht gross vorstellen kann, aber es ist viel. Und es soll bis in knapp einem Monat kein Gramm mehr sein, das hier rauskommt. Und zuständig für das oder initiiert hat es der Besitzer von diesem Haus, der Bauunternehmer Walter Schmid von der Umweltarena. Herr Schmid, jetzt haben Sie hier sehr mietgünstige Wohnungen, 3,5 Zimmerwohnungen für gerade mal 700 Franken. Und ohne grosse Fördergelder sanieren Sie. Wie rechnet sich das überhaupt für Sie? Es war nicht das erste Rechnen. Der Klimastreik, die Jungen haben gefordert, dass wir CO2-neutral sein müssen bis 2030. Und ich habe gesagt, wenn wir probieren, ob es geht, und ich sage, es ist enkeltauglich. Und die haben für die Enkel gekämpft, wir machen es und nach unseren Rechnungen geht es. Aber jetzt brauchen Sie 25 Tage, sagen Sie. Ja. Andere nehmen sich Zeit für so eine Sanierung. Wieso muss es denn so schnell gehen? Wenn alle konzentriert arbeiten und man voraus plant und vorfertigt, dann müssen wir die Mieter nicht so schnell, nicht so lange belästigen. Die Notheizung müssen wir nicht so lange laufen lassen. Und es sind alle sehr konzentriert und die Kosten haben wir auch im Griff. Wenn Sie beweisen, dass das geht, dann beweisen Sie aber auch, dass es eigentlich gar keine Fördergelder braucht für so eine Sanierung. Es motiviert Geld. Und ich bin sicher, ich möchte, dass es Nachahmer gibt. Es sind da, das ganze Wissen ist von Ausstellungspartnern von der Umweltarena. Und ich möchte, dass die das in die Welt heraustragen. Das geht besser, wenn es noch Geld gibt vom Bund. Eindeutig. Geld bewegt. Es ist eine Baustelle, wo es fürschi geht, wo es soll fürschi gehen, weil es eben schnell soll gehen. Momentan ist natürlich niemand mehr da. Es ist Feierabend, aber seit dem Montag wird da jeden Tag richtig fleissig gebaut. An der Bruckwiesenstrasse arbeiten die Bauarbeiter von zunderst bis zoberst am Mehrfamilienhaus. Von hoch oben rühren die Dachdecker die alten Ziegel in die Mulden. Während die Gerüstbauer noch die letzten Sicherungselemente platzieren und unten im Keller die Bauarbeiter den alten Öltank ausbauen. Und klar, auch die alte Ölheizung kommt auf den Schrott, weil in diesem Haus hat der Ölbrenner in Zukunft nichts mehr verloren. Hier soll nur noch möglichst umweltfreundliche Technik eingesetzt werden. Das ist längst nicht überall so. In der Stadt Zürich werden über 80% von allen Gas- und Ölheizungen wieder mit Gas- und Ölheizungen ersetzt. So kommen wir von den fossilen Brennstoffen nie weg. Und das Einhalten der Klimaziele können wir gerade vergessen, sagt der Klimaexperte der Schweizerischen Energiestiftung. Für ihn ist klar, Mittelgrund für die Fehlentwicklung ist, dass es in Zürich kein kantonales Förderprogramm gibt. Man muss sich bewusst sein, dass wenn man eine Heizung ersetzt oder neu einbaut, dass die ungefähr für 20 Jahre hält. Das heisst, wir dürfen uns heute keine Fehlentscheidungen mehr leisten, weil in 20 Jahren müssen wir auch gemäss Klimaziel bei netto null CO2-Emissionen sein. Und gerade darum fordern wir vom neuen Zürcher Regierungsrat, dass das Förderprogramm im Kanton Zürich jetzt endlich funktioniert. Kaum im Amt will sich der frisch gewählte Zürcher Baudirektor noch nicht auf Test rauslassen. Aber der Sanierungsstau bei Altliegenschaften, der beschäftigt ihn. Es ist mir sehr ernst, es ist eines meiner wichtigsten politischen Themen, dass wir im Bereich Klimaschutz vorwärts machen können. Wie wir die Gebäudesanierung jetzt beschleunigen können, das sind wir jetzt dran am Diskutieren und am Schauen, wie wir es machen. Weil am Schluss brauchen wir dann auch eine politische Mehrheit, um es umzusetzen. Können wir aber davon ausgehen, dass es bald wieder kantonale Förderprogramme wird geben kann in Zürich? Da könnte man jetzt spekulieren, ja. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Auch der Direktor vom Energiewissenschaftlichen Zentrum von der ETH sagt klar, Förderprogramme sind zentral, wenn es mit der Altbausanierung fürschi gehen soll. Aber ebenso wichtig sind gute Informationen, die alle verstehen. Sonst profitieren nämlich nur die, die eh schon ökologisch denken und handeln.
Was man heute oft sehen, ist, dass Gelder eingesetzt werden in Gebäude oder von Gebäudebesitzern, die sowieso schon wissen, um was es geht, die sowieso schon wollen ihre Gebäude sanieren und dann die Gelder abholen, auch richtigerweise, aber das nennen wir oft Mitnahmeeffekt. Das Ziel muss es aber sein, dass alle Gebäude in diesem Programm können beteiligt sein und dass man eben auch Gebäude, wo heute vielleicht noch fossile Heizungen wieder durch fossile ersetzt werden, dass man dort einen Schritt vorwärts machen kann, dort richtig erneuerbare Energien gehen kann. Fakt ist, auch die Kantone, die Bundesgelder voll ausschöpfen, auch die haben einen Sanierungsstau bei Altliegenschaften. Heute ist es nicht mehr so, dass vor allem Idealisten energetisch gescheit bauen oder dann Bauherren mit einem sehr langen Investitionshorizont.